Der erste FC Kaiserslautern hat mit den Vorbereitungen auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga begonnen. Mit einer medizinischen Prüfung für die Spieler und einem ersten Treffen mit dem neuen Coach Marco Kurz. Wie genau der endgültige Kader aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Dieses Mannschaftsfoto wurde viel zu früh geschossen. Denn der Kader des FCK ist noch gar nicht komplett. Wir konzentrieren uns auch massiv im vorderen Bereich natürlich, ob das die offensive Mittelfeldposition ist oder im Sturmbereich. Ich denke, da haben wir Bedarf. Links hinten haben wir ein bisschen Bedarf. Aber wie gesagt, um dann auch letztendlich jemand seriös präsentieren zu können, da brauchen wir wirklich die Unterschrift. Er hat unterschrieben. Ivo Iličević will sich im Mittelfeld des FCK krummlegen. Er ist 22, von Bochum ausgeliehen, hat zuletzt in Fürth gespielt. Christian Buchner kommt aus Burghausen, ist 19 und Innenverteidiger. Und Bastian Schulz ist 23. Der Mittelfeldmann kommt von Hannover 96. Vorm Fotoshooting ging's den Jungs erstmal an die Ohren. Leistungsdiagnose. Und gleichzeitig der erste Auftritt von Trainer Marco Kurz. Vor erwartungsvollen Fans. Mit dem aktuellen Etat, den wir halt haben, ist natürlich ein Aufstieg eigentlich nicht das Thema. Aber natürlich als Fan weiß man, wo man herkommt mit dem Verein. Und wäre natürlich ein Aufstieg schon schön. Ich hoffe natürlich, dass wir diesmal den Aufstieg schaffen. Es wäre natürlich super mit so einem jungen, motivierten Trainer. Ich hoffe, dass wir noch ein paar gute Neuzugänge bekommen. Genau darauf hofft auch der Trainer. Auf einen guten Kader, der komplett ist.